Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und auch heute an meiner Seite Tom Arte. Abend, Tom. Jo, hallo Arti, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe dich endlich mal dazu überreden können, dass wir uns mal die Anstalt anschauen, die wir beide seit Jahren nicht mehr konsumiert haben. Ja. Denn die war ja früher mal tatsächlich gut. Und Wann? wie lange ist denn das jetzt her? 2012? Vor Vor 10 Jahren? Christi? Ja. Ja. Also die Zeit, wo man noch wirklich ja gegen die Oberen geschossen hat, schlussendlich. Ja. 2012 sagst du. Ja, das stimmt. Okay, das war tatsächlich so die Zeit auch, wo ich davon mitbekommen habe. Also ich habe das nie aktiv geguckt, aber ich hatte mal so ein, zwei Sketche davon auf YouTube gesehen. Fand das ganz nett. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Sketch, da ging es um die Verstrickungen von irgendwelchen Redaktionsstuben mit Transatlantiker-Netzwerken. Haben die so ein schönes Netz, so ein Verschwörungsnetz quasi gebaut. Das war ganz witzig. Aber sonst habe ich nie was von denen gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt. Was anscheinend damals wie heute gleich ist, wir haben ja hier die zwei, die das leiten sozusagen. Und dann gibt es immer so Gäste und ich fand auch früher immer schon die Gäste qualitativ so zwei Stufen drunter. Das war immer so, naja, wir laden die jetzt ein, damit wir so ein bisschen paar Szenen spielen können und auch mal hinter die Bühne uns umziehen können, damit die bekannter werden. Aber so auf einem Level waren die nie. Das Ah, erwarte okay. ich jetzt hier auch, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja hier nur einen Extragast, wie es ausschaut in der Szene. Die Also, Richterin hier ja. wahrscheinlich, ne? Okay, da wird der Deswegen. Brunnen schon von dir schön vergiftet. Angenehm. Bitte sehr, bitte sehr. sind ja ZDF-Verhältnisse hier. Ja, und warum wir uns die Folge rausgesucht haben, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Es geht diesmal um die AfD, also sprich die Oppositionspartei in der derzeitigen Konstellation. Und ja, mal schauen, wie gutes Cabaret hier gemacht wird oder so ähnlich. Jo, ich bin, mein Körper ist bereit. Gib's mir. Okay. Nein! Heute wird's bei Mami nicht so spät, versprochen. Das letzte Verfahren ist nur so eine Bagatelle. Kommen wir zum AfD-Verbotsverfahren. Sie wissen, ein Parteiverbot ist in Deutschland an strenge Bedingungen geknüpft. Erstens, verfassungsfeindliche Ziele. Zweitens, ein planvolles Vorgehen gegen die Demokratie. Und drittens, eine realistische Chance, das Programm umsetzen zu können. Ich denke, das ist ja bereits gegeben. Sind ja auf dem rechten Auge blau. Ich sehe also gute Chancen für ein Verbot. Fehlt jetzt nur noch der Antrag der Demokratie. Euer Ehren, wertes Volk, peinlicher Peiniger. Ich habe nach langem Zureden meine. Warte mal, das hier soll wirklich Dr. Maximilian Krah sein? Ja, Okay. ja. Von mir sehr geschätzter Ja. Bürgermeisterkandidat hier in Dresden gewesen und ist im Europaparlament für die AfD unterwegs. Für Macht mich einer ganz meiner guten Lieblingspolitiker. TikTok-Zeugs Ja. auch. Also ist da Ja, sehr, ja. sehr präsent unterwegs. Ja, die TikTok-Clips von dem sind legendär. Mit Titeln wie Deine Mutter oder so. Okay. Das solltest du über deine Mutter wissen und so solltest du sie ehren oder wie du an Frauen kommst als Rechter oder was weiß ich. Dating-Tipps. Ja, okay. Echte Männer sind nicht links, oder ja, das ja. Ja, genau. Und der andere Typ, okay, der spielt Jetzt die die Demokratie an Freiheit, sich. demokratische Grundordnung, genau. Okay. Ja. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Okay, wir machen weiter. Langen Zureden meines Therapeuten, mich dazu entschlossen, einen Antrag auf Verbot der AfD anzustellen, wenn ich absolut 100% sicher bin, dass ich gewinne. Vielen Dank. War das jetzt ein Antrag oder nicht? Schauen Sie, ich muss einfach sicher sein. Denn wenn die AfD am Ende dieses Verfahrens nicht als gesichert rechtsextrem verboten wird, dann gilt sie als gesichert demokratisch. Ja, und das stimmt. Also siehe Thüringen oder wo das war, mit diesem einen Bürgermeister da, der jetzt ja amtlich beglaubigter einziger Demokrat in Deutschland ist. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt hier. Ja, der hat ja diesen Bürgermeister oder Ja, Posten gewonnen. Ne? Und seine. von Sonnenberg hieß es so? Ja, Oder stimmt, Sonneberg, ja. Sonneberg oder Sonnenberg, irgendeins von beiden? Sonneberg, ja. Und der ist jetzt ja offiziell anerkannter Demokrat. Der einzige seiner Art in Deutschland. Das finde ich immer wieder lustig. Genau, da musste ja, als er gewählt wurde, so eine Art Demokratie-Check über sich ergehen lassen. Wurde nochmal geguckt, ob er auch wirklich hinter der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung unserer geliebten BRD steht. Das tat er und damit darf er dort bleiben. Und ja, wie du sagst, das ist der Einzige, weil bei anderen Bürgermeistern passiert das natürlich nicht. Also wenn, gerade wenn in Buxtehude irgendwo ein Grüner oder ein Linker gewählt wird, dann wird er nicht gecheckt, wie demokratisch der ist.
So ja. Gerade bei Linken könnte man das eigentlich echt machen. Ich meine, die Partei Die Linke wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Da irre ich mich. Naja, sie strebt zumindest an, das kapitalistische System irgendwie umzubauen zu wollen. Ja, sicherlich. Und ja, deswegen, ja gut, wie gesagt, der Verfassungsschutz in dem Land, in meiner Welt bräuchte es den nicht. Ne? Weil letztendlich ist es auch in meiner Welt ein legitimes Ziel zu sagen, ich möchte die Wirtschaftsordnung abändern. Die ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Das muss einfach so ein System aushalten. Oder sagen, von vornherein sagen, das gibt's bei uns nicht und dann die Partei gleich verbieten. Aber so ist es so ein Rumgewurschtel, das ist echt lächerlich. Also ich bin hier, ja, alles richtig. Ich bin, mich macht ein bisschen nachdenklich einfach dieses Format an sich. Also, dass man hier mal ebenso im Fernsehen locker lässig über ein Verbot der Partei diskutiert, die eigentlich so konstant mittlerweile auf dem zweiten Platz liegt, in vielen Bundesländern auf dem ersten. Also das empfinde ich als gruselig. Ja. Aber ich finde es schön, dass, also mit Herrn Kra haben sie sich ja einen tatsächlich auch Rechtsanwalt angezogen. Das passt zu dieser Gerichtsszenerie. Und der gibt halt hier keinen Fick. Er hat schon den Sektkorken knallen lassen. Das ist doch eigentlich ein so schönes Außenbild, finde ich. Ja. Schöner Kra-Move eigentlich. Der ist ja wirklich immer ganz cool drauf. Also der Kra lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Das finde ich cool. Also egal, von wem er was beschuldigt wird, von irgendwelchen Reporter-Teams, der ist dann immer ganz gelassen und schießt gut zurück. Ja. Wollen wir weitermachen? Sagen, dann sind wir hier fertig. Sagen Sie, haben Sie heute Abend noch was vor? Noch bin ich die Herrin des Verfahrens. Was? Ja, so heißt die Mami auf der Arbeit. Kinder, ich muss hier die Demokratie retten. Essen steht im Rewe, ihr müsst es nur noch einkaufen. Wo waren wir? Sie wollten das Verfahren einstellen, weil wir haben es jetzt auch schon kurz vor 1933. Was? Ist es schon wieder soweit? Oh, da muss ich noch Koffer packen. Hinsetzen! Sie stellen jetzt den Verbotsantrag an... Und da war der obligatorische Nazi-Witz im Zusammenhang mit der AfD. Ja, das wird nicht der einzige bleiben, wenn ich raten müsste. Und ihr merkt auch, liebe Zuschauer, wie wir gelacht haben. Ihr bestimmt auch. Zu Hause von dem Bildschirm, Wahnsinn. Hinsetzen! Sie stellen jetzt den Verbotsantrag, alleine kann ich den Nazi ja hier nicht verbieten. Also den Nazis, wow. Also ja. Den... Warte mal, hat die wirklich gesagt, alleine kann ich den Nazi hier nicht verbieten. Also hat sie wirklich Maximilian Kra im Fernsehen als Nazi betitelt. Mhm. Oh, da muss ich noch Koffer packen. Hinsetzen! Sie stellen jetzt den Verbotsantrag, alleine kann ich den Nazi hier nicht verbieten. Also, was zum Fick ist mit euch los? Also, boah, ich bin jetzt... Habe ich dir zu viel versprochen? Nee, hast du nicht. Oh, das ist wirklich absurd, ne? Das ist absurd, dass sie sowas im Fernsehen bringen können. Also ganz ehrlich, ist das nicht strafbar, jemanden als Nazi zu betiteln? Ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich schon. Und was mich mehr aufregt, das ist jetzt nicht irgend so ein Publikumshansel oder meinetwegen einer der Gäste, der jetzt aber im Publikum sitzt und sagt, man müsste den Nazi verbieten. Das ist Justitia, wenn man so möchte. Ja, ja. Also... Okay, also ich sag letztendlich, hey, unsere Gerichte sind alle gekackt. Mhm. Läuft schon. Cool. Diese Nazi-Sache zieht nicht mehr. Leute haben sich längst an uns gewöhnt. Verstehen Sie, ich bin das neue Normal. Normal? Die Positionen der AfD sind selbst für die Rechtsradikalen im Europaparlament zu radikal. Sehen Sie. Boah, wollen wir inhaltlich reden? Was ist denn an der AfD radikal? Also die AfD, die ist an manchen Stellen gekackter als die CDU vor 30 Jahren. Also das, was ich mitbekommen habe, ist tatsächlich im Europaparlament, dass dieser, gibt ja da diesen rechten Block, dass die dort nicht so richtig reinkommen. Warum das jetzt genau ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wie du schon sagtest, auch so der Meloni-Ableger im EU-Parlament ist eigentlich auch härter drauf. Gut, Meloni, vielleicht schlechtes Beispiel, aber... Dann ist dieser rechte Block dort einfach gekackt. Also ich habe das Gefühl, uns wird hier ganz eindeutig, also das ist so eine Fact-Check-Half-True-Meldung, wisst ihr? Also ich sage das hier so, aber da stehen bestimmt ganz andere Dinge dahinter, warum die da in irgendeiner Fraktion XYZ sind. Also dass man das hier so verkürzt wiedergibt, ja, die sind so radikal, selbst für die Rechten in Europa. Und selbst auch thematisch, also nochmal, was ist denn an der AfD groß radikal? Also sehe ich einfach nicht. Ja, das kommt jetzt vielleicht. Das ist das große Tabula rasa im Gericht hier. Kommt mit Beispielen, kommt mit Argumenten. Bin gespannt. Kommt her, Bro. Ich warte auf euch. Unsere Radikalität ist unsere Attraktivität. Ja,
Ah, wie er jetzt hier noch seinen Hitler-Seitenscheitel da irgendwie. Ach, komm. Alter. Aber das Publikum lacht auch nicht, zum Glück. Ich muss sagen, der hat früher hat er gute Imitationen gemacht. Ich weiß nicht, hier liegt er irgendwie ziemlich daneben bisher. Vielleicht der viele Sekt Oh, schon. der gibt das sogar zu. Wenn das mal kein Grund für ein AfD-Verbot ist. Ah, ich find's schwierig. Findest du es auch schwierig, unterm Schrank zu saugen? Das ist nicht schwierig. Das ist unnötig, aber er ist ja demokratisch gewählt. Das war die NSDAP auch. Das macht die doch noch lange nicht zum Demokraten. Stimmt. Weil du verheiratet bist, bist du ja trotzdem nicht gleich automatisch treu. Warte, was? Geht weiter, glaube ich. So, liebe Demokratie. Es werden nochmal Verbindungen mit der NSDAP aufgemacht. Es ist alles so, es ist so, auch so vorhersehbar Ja, das irgendwie. musste ja kommen. Aber interessanter fand ich jetzt, dass über diesen ja, kleinen Eheszene mit da mehr gelacht wurde als über diesen Ja, NSDAP-Vergleich. ja, ja, Das lässt ja. ja schon mal offen, ne? Demokratie, wo war das? Bleibt mein Griechisch etwas eingerostet, was meinst du? Wenn Sie sich nicht zu einem Antrag durchringen können, was wäre dann Ihre Alternative? Vielleicht, wie wäre es, wenn wir ihn ignorieren? Das ist es. Ich glaube, das ist es. Ja, das ist gut. Ist er noch da? Nein. Toll. Ah. Das war gelogen. Dann würde ich sagen, vielleicht verschwindet er, wenn wir die Leute aufklären. Sehr gut. Wunderbare Taktik. Alter. Also was hier vorgeschlagen wird, das sind wirklich so die besten ZDF-Punkte. Also das ist so das Playbook, was sie die ganze Zeit versuchen. So, ja, erstmal tun wir die AfD ignorieren. Wir laden die nie in unsere Talkshows ein. Und ja, dann merken wir aber, das geht so gar nicht ganz gut, weil die Leute trotzdem AfD wählen oder gerade deswegen, weil eben die Themen, die Probleme, die die Leute betreffen, gar nicht angesprochen werden. Also sie haben gar keine Chance, die Themen irgendwo einzubringen. Und klar, da wählen sie dann AfD und dann ist nächster Punkt, ja, dann tun wir halt verbieten. Ich hätte jetzt auch ja gar nichts dagegen, wenn man sagt, ja, wir ignorieren die, aber die Probleme lösen wir. Ne? Aber das passiert ja nicht. Die werden ignoriert und die Probleme werden noch mit dem Brandbeschleuniger begossen. Eben. Und dann wundert man sich, dass die stark werden. Ja, Mensch, du, das hat ja keiner kommen sehen. Und ja, und selbst das Ignorieren, also wenn die das machen wollten, dann machen sie es falsch. Also sie ignorieren die AfD insofern, dass sie nicht mit denen reden, aber sie reden halt die ganze Zeit über die. Also ich meine, was wir hier schon auf unserem Kanal alles an Berichten durchgekaut haben, wo irgendwo nach rechts geschossen wird, also ja, du hast das Gefühl, ständig wird über die AfD geredet, aber halt nicht mit denen. Die werden nicht in die Talkshows eingeladen, aber es werden irgendwelche reißerischen Reportagen über die gebracht oder es wird eben mal eben so in einem Nebensatz gesagt, ja, die rechtspopulistische AfD oder die, was weiß ich, Was hatten wir rechtsextreme letztens? AfD, hast du nicht gesehen. Ultrarechts hat man letztens auch Die gut. ultrarechte AfD, genau. Also es wird die ganze Zeit über die geredet, die werden die ganze Zeit geframed, eingeordnet. Ja. Aber es wird halt nicht über deren Punkte oder über deren ja, Kernziele mal gesprochen. Richtig, weil da können sie nur verlieren. Ich weiß noch, als sie damals im Bundestag eingezogen sind, da hat sich einer, das ist jetzt ein SPDler oder ein CDUler gewesen sein, wir werden sie in den Sachfragen stellen oder inhaltlich stellen, irgend so eine Formulierung war es. Und dann begann das große Ignorieren. Blende Und AfD-Balken hier ein, Wählerbalken, wie er ansteigt, genau. Ihr seht ja, wie es ja. geklappt hat. Und das Aufklären ist, wie du schon sagtest, nur so ein, ah, der hat mal da ein böses Wort gesagt. Ja, Ja, zieht ja. halt auch nicht mehr. Jo. Je mehr die Leute mit unseren Positionen vertraut werden, desto besser finden sie uns. Sie finden uns immer besser, radikaler wir werden. Ja, dann lassen wir das natürlich mit der Aufklärung. Sagen Sie nur so für mich. Was verstehen Sie unter radikal? Wie finden Sie denn das hier? Das schnellste deutsche Asylverfahren lehnt bis zu 1400 Anträge in der Minute. Gepostet von Bundestagsabgeordneten Stefan Keuter. Ja, das ist natürlich schon ganz schön radikal. Was finden Sie radikal? Ja, ist halt ein Meme. Ja. Also, mein Gott. Es ist ein scheiß WhatsApp. Also, wir haben ja heute völlig, wie soll ich sagen, den Humor verloren. Ja. Oder auch zu größerem sowas mal einfach so, ja, ich reg mich jetzt ganz kurz auf, aber eigentlich juckt kein Schwein. Aber hier wird aus so einer, ja, aus so einem schlechten Familienchat-Meme Ja, das wieder ist wirklich der so ein Elefant gemacht. Boomer-Meme. Ja. Ah. Für WhatsApp ist das geradezu gemäßigt. Also gut, da hat er auch wieder recht. Das spricht ganz klar für eine rechtsextreme Gesinnung. Verfassungsfeindlicher geht's ja wohl kaum. Ja gut, aber er hat es ja nur gepostet, nicht wahr? Dann wissen wir noch nicht, wer es geschrieben hat. Und wenn wir wüssten, wer es geschrieben hat, wäre es wahrscheinlich der Bruder. So, das war jetzt der
Wegen dem Zaunfall zu Aiwanger da hier. Ja, ne? Genau, weil, ja, richtig. Vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Der wurde ja beschuldigt, irgendwelche antisemitischen Flugblätter geschrieben zu haben. Das ist der Vorsitzende von Freien Wählern übrigens. In Bayern, genau. Genau, und da kam dann halt raus, das hatte sein Bruder verfasst, diese Flugblätter. Ja, also und daraufhin musste er ja auch so einen Gesinnungstest ablegen oder sowas. Diese 25 Fragen von Söder oder was das war, ne? Ja. Also, gut, man kann sich jetzt drüber streiten. Ach nee, warte mal, kann man sich nicht. Bei der Geschichte ist es ja historisch verbürgt, dass es wirklich nicht seine Flugblätter waren. Ich springe mal kurz zurück. Ich will noch mal zu diesem Meme. Siehst du das gerade? Ja. Bei mir ist es eingeblendet. Perfekt, ja. Wunderbar, wunderbar. Also die, was mir jetzt gerade so im Kopf geblieben ist, die Tante hat gesagt, ja, das ist doch definitiv verfassungsfeindlich. Auch da würde ich widersprechen. Also klar, es ist jetzt nicht schön, an der Grenze auf Leute zu schießen, aber es ist ja nicht per se jetzt gegen die Verfassung. Da steht jetzt nicht drin, du darfst nicht töten oder so. Ich meine, die Polizei natürlich darf die zum Beispiel Verbrecher erschießen. Und die Außengrenze, die darf geschützt werden. Ja, weiß nicht, wahrscheinlich, weil das hier so abgelehnte Anträge in Verbindung mit der Waffe heißt, die werden halt wirklich erschossen. Bevor sie das Zauberwort sagen können oder so. Ja, ja. Es ist halt dieser Uber-Humor schlussendlich. Aber ja. Weißt du, ich will nur darauf hinaus, eine Nation hat natürlich das Recht, ihre Landesgrenzen zu verteidigen. Also ich kriege das gar nicht mehr zusammen, wer das gemeint hat. Es gibt so halt so Staatstheorien. Wann ist ein Staat ein Staat? Ein Staat macht halt drei Sachen aus. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsform. Und ja, wenn du das Staatsgebiet nicht schützen kannst, dann hast du auch keinen Staat. Dann hast du auch kein Staatsvolk mehr. Ja, eben, ne? Genau, weil richtig, richtig. Dadurch hast du dann auch irgendwann kein Staatsvolk, weil halt jeder kommt und geht, wie er will. Und ja. Und ja, das unterminiert ja dann auch diese, was war's, Staatsform schlussendlich, ne? Richtig. Die ja auf Gesetzen aufbaut, ja. Ich gehe mal weiter nochmal zurück zu 354. Da hatten wir aufgehört. Okay, wir machen mal ab hier. Wenn ich das mal aufklären darf. Hier, Stefan Keuter hat das lediglich an seinen Mitarbeiter übersandt zu Archivierungszwecken. Was ist denn das für ein Archiv? Sehen Sie, er wollte von seinem Mitarbeiter lediglich Hilfe dabei, wie man diese Aussage politisch einordnet. Das ist der klassische Meme-Ordner, den man so hat. Das ist Archiv. Honig-Memes. Bei, wie man diese Aussage politisch einordnet. Ach so, er hatte Schwierigkeiten, das einzuordnen. Ich dachte am Anfang gleich, er sei einfach nur ein rechtes Arschloch. Sagt man nicht, auch nicht, wenn dein Bruder solche Dinge sagt. Wo waren wir? Ja. Aha, also nochmal, die Richterin hier ist, eine Richterin darf doch nicht befangen sein. Was die hier ablässt alles und dann sagt die einfach mal so Arschloch und der ist Nazi und... Na jetzt hat sie ja mit ihren Kindern da geredet. Die ist ja, weißt du, die arbeitet und hat gleichzeitig da diese Stecker im Ohr, um ihre Kinder da zu Hause zu managen. Wahrscheinlich, ach, wahrscheinlich, weil der Mann halt auch nicht mehr existiert und so. Keine Ahnung. Ah, naja, mich regt's auf. Okay, weiter. Wir müssen hier durchpowern. Ah, jetzt stark sein. Festzustellen, dass die AfD nicht verfassungsfeindlich ist. Ganz im Gegenteil, sie erfüllt die Verfassung mit Leben. Weil wir eine der wenigen Parteien sind, die die Meinungsfreiheit in diesem Land tatsächlich auch einmal ausnutzen. Ist das Meinungsfreiheit? Wenn der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich sagt, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus? Bitte Sie, er sagt... Ja, das ist Meinungsfreiheit. Wenn du jetzt die Aussage gut oder schlecht oder irgendwas findest, natürlich ist das Meinungsfreiheit. Also, aber man darf halt nichts mit NS sagen. Gar nichts. Auch Autobahn darf es nicht sagen. Und vor allen Dingen, hier steht, ne, Matthias Helferich, AfD, und unten steht fraktionslos. Ne? Das ist auch spannend. Ja, genau. Vielleicht klären wir das kurz auf. Es war tatsächlich nämlich so, dass hier, das wurde ein bisschen zum Politikum gemacht, dieses Ding. Der hat das halt wohl in irgendeinem AfD-Chat halt so als Gag geschrieben. So, so wollte ein bisschen sehr edgy sein, ne? Und dann wurde es halt zum Politik umgemacht in irgendwelchen linken Blättern und er ist dann aus der Fraktion ausgetreten, sitzt aber noch im Bundestag. Stimmt natürlich auch wie die AfD, aber ist halt formell nicht in der AfD. Also nicht in der Fraktion des Bundestags. Was ich bei dem nicht verstehe, der ist ja wirklich so ein Medienprofi, muss man einfach mal so sagen. Also der hat auch so einen riesigen TikTok-Kanal wohl. Dass dann doch solche Aussagen kommen. Also ich würde selbst in einem Chat, wo ich annehme, das ist jetzt hier intern und so, nee. Weil irgendwann kommt es immer raus und es stehst halt scheiße da, so wie du es jetzt gerade tust. Das stimmt, aber ich muss ehrlich sein, aber ich persönlich würde mich da zum Beispiel nicht freisprechen. Also wenn ich jetzt mit Kumpels
einen Chat habe, die ähnlich ticken wie ich, also zum Beispiel, was weiß ich, unser Chat, der zwischen uns, Tom und Adi Chat, klar, dann lasse ich mich vielleicht auch mal einfach wirklich aus Gag zu einer Aussage hinreißen, einfach weil ich weiß, der andere sieht das als Witz, gibt mir vielleicht ein hübschen Smiley und gut ist. So halt in diesem, genau. In diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Fraktionschat mit 300 Leuten, weißt du? Ja, das reicht ja schon ein fauler Apfel, so ja, wie es anscheinend auch passiert ist. Das stimmt. Ja, und man müsste wahrscheinlich wirklich, wenn man eine höhere Position anstrebt, gerade in der AfD, dann muss man halt einfach vorsichtiger sein. Also als wir, Tom und Arti, wir sind halt, naja, irgendwelche Typen, die kein Schwein kennt. Wir können uns das noch erlauben. Ja, und wie du sagst, bei uns, also dann müsstest du dich als fauler Apfel entpuppen, wenn ich dir irgendwas schreibe oder andersrum, ich. Aber wir sind ja faule eine Tomate und eine Artischocke, das wird schwierig mit dem Apfel. Ja. Bitte Sie, er sagt doch ganz klar, er sieht sich als demokratische Variante von Roland Freisler. Ah, eine Art sensibler Scharfrichter, ja? Hören Sie, Meuthen, unser Parteichef damals, hat ganz klar gesagt, das sind Aussagen, einzelne Aussagen von Leuten, aber die gehen in der Partei überhaupt nicht. Ah, und dann ist er gegangen. Der Meuthen, ja. So, und die rechtsextremen, diese sensiblen Nazis, der Kräuter und der Helferich, sitzen die immer noch im Bundestag? Die ganze AfD ist längst ein rechtsextremer Verdachtsfall. Einspruch, das stimmt so überhaupt nicht. Ach so. Sehen Sie, lediglich ein Drittel der AfD-Fraktion ist rechtsextrem. Was? Ein Drittel ist rechtsextrem. Also das wird hier auch so als Fakt, vor allem von Maximilian Grabe, das hier als Fakt behauptet. Schwachsinn. Also der Verfassungsschutz hat die JA irgendwie eingestuft. Genau, halt, und so kommen die irgendwie auf ein Drittel. Ja. Aber nur weil der Verfassungsschutz wen beobachtet oder so einstuft, ist es ja nicht so. Also mein Verfassungsschutz, müsst ihr euch klar werden, das ist kein Gericht, das ist nicht das Ministerium für Wahrheit, also die reine Wahrheit loslassen. Eine weisungsgebundene Behörde, wie man so schön sagt, ne? Richtig, eine weisungsgebundene Behörde, die im Sinne der herrschenden Politik arbeiten und die natürlich versuchen, der Opposition maximalen Schaden zuzufügen. Ist halt eigentlich schade, weil das war mal nicht so gedacht, ne? Aber wenn du jetzt halt so eine Frau Faeser da als Chef hast oben, ja, die wird nicht versuchen, so Holger-mäßig ausgewogen in alle Richtungen zu gucken, sondern die hat ihre, ja, schlussendlich linksgerichtete Agenda und alles, was davon abweicht, ist dann ein Verdachtsfall. Mhm. Ja, gerade die Faeser, was die sich schon geleistet hat, eieiei, dass da eigene Leute bespitzelt werden und rausgemobbt werden. Ja, so rausgemobbt, ticken. Ja. Und dann werden irgendwelche E-Mails an die AfD-Fraktion geschickt an alle Bundestagsabgeordneten ging, glaube ich, irgendeine E-Mail und dann sollte man, war irgendwie so eine Umfrage, da sollte man sich halt zu bestimmten demokratischen Prinzipien so quasi bekennen und so sollte halt ausgehorcht werden, wer wie tickt und tausend Sachen, also ein Faeser, naja, das Fass machen wir auf. Können wir weitermachen? Ja. Das Drittel steht unter Rechtsextremismus Verdacht. Und das rechtliche Drittel wird eingekocht. Was? Kartoffeln, Thüringer Klöße. Apropos, hatten wir den Höcke schon? Nee, aber Zeit wird's. Wer gilt inzwischen als Parteichef der AfD? Und das als Faschist? Der Begriff Faschist muss man in unserem Land schon vorsichtig umgehen. Eine Untersuchung von 2017 zeigte schon ganz klar, dass auch Höcke sich am Nationalsozialismus orientiert und an Adolf Hitler. An Hitler! Nein, nicht du, ich hab dich lieb. Also gut, Hitler ist... Was ist denn das für eine Untersuchung? Kannst du mir mal bitte eine Quelle sagen? Ist die Quelle Amadeo-Antonio-Stiftung? Das Jahr muss dir reichen. Das Jahr muss mir eigentlich reichen. 2017, ne? Mensch. Also gut, Hitler ist natürlich schon ein Argument, dann stelle ich jetzt hiermit den Antrag auf... Einspruch! Die Untersuchung basiert auf etwas, was Sie nicht vertrauen dürfen. Wieso? Wer hat die Untersuchung denn verfasst? Die AfD. Ach, sorry, ich muss nochmal zu dem Höcke-Punkt zurückkommen. Also mir ist das jetzt nochmal durch den Kopf gegeißelt. Auch hier wieder so ein Framing, was die Richterin betreibt, dass sie ihn als Faschist bezeichnen. Da wird sich halt darauf bezogen, wahrscheinlich auf dieses Urteil von wegen... dass ein Gericht entschieden hat, ja, man darf Höcke als Faschist bezeichnen. Also das wird mir auch von linken Leuten in meinem privaten Umfeld ab und zu mal dieses Ding mitgebracht, weil das ist so ein Ding, weil das wird wirklich ganz groß gemacht vom ZDF und so. Aber das Ding ist, das Gericht hat in dem Fall, in dem Verfahren nicht entschieden, ja, Höcke ist ein Faschist, sondern es hat entschieden, ja, man darf Höcke als Faschist bezeichnen, weil es halt so Meinungsfreiheit ist. Ja. Richtig. Ja. Das ist halt immer super schwierig, diesen Punkt dann zu zerstückeln oder zu zerlegen oder zu widerlegen. Ja, weil der linke Normie, der sowas quatscht, ist zu dumm, um das zu verstehen. Ich muss es leider so sagen. Er sagt dann so, das ist doch Semantik, der ist ein Faschist, Punkt. Und das hat auch das Gericht gesagt. Genau. Ich glaube, das Einzige, wie man es vielleicht angehen können,
dass man halt wirklich ganz dumm sagt, ach so, du bist übrigens auch ein Faschist. Und wenn dann Widerstand kommt, sagt, wenn wir jetzt vor Gericht gehen, kriege ich genauso wie bei dem Höcke-Fall recht und dann nenne ich dich weiterhin Faschist. Ja, stimmt, stimmt. Aber das ist tatsächlich dann ist die Freundschaft wahrscheinlich ein bisschen vergiftet. Ja, klar, na klar. AfD. Ach Mist. Wieso denn Mist? Die AfD selbst hält ihren Führer für nationalsozialistisch. Ja, aber wir können uns als Demokraten bei einer solch wichtigen Frage doch nicht mit der AfD gemein machen. Also im Fall so. Bringt die das, führt die das mal noch aus? Die AfD selbst hält ihren Führer für nationalsozialistisch? Also das war Quelle? Wohl die Quelle ist dieses 2017er Ding, so habe ich das verstanden. Also wenn ich jetzt raten müsste, dann hat der Meuthen damals das in, oder die Petri vielleicht noch, weiß ich jetzt nicht mehr genau, selber einen Auftrag gegeben, den da so einzuordnen. Aha. Vielleicht ist es sowas. Und selbst wenn... Könnt ihr es wie jedes verschissene YouTube machen beim ZDF von euren bezahlten Gebührengeldern und hier mal eine Quelle unten einblenden? Oder wie bei South Park? Das versteht ihr, das glauben die wirklich und da steht's. Also, sag mich. Okay. Quelle ist klar, ist gerecht. Quelle, trust me, bro. Echt. Ja. Mit der AfD gemein machen. Also, fand die Untersuchung statt damals unter einer instabilen Frauke Petri. Die wollte einfach nur unseren besten Mann rauskegeln. Aha, okay, wie du gesagt hast, die Untersuchung fand unter der Frauke Petri statt. Ah, für die habe ich immer noch so ein bisschen Faible. Verdammte Axt. Den muss ich langsam mal ablehnen. Inwiefern Faible? Was meinst du? Ja, ich finde die eine interessante Frau einfach. Also, die ist ja mehrfache Mutter und hier Chemikerin. Hat ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Genau, hat selber Betriebe geleitet. Oder Firmen hochgezogen in dem Chemiesektor. Also, das kann ich schon respektieren. Ne? Klar, ja. diese Sache mit der Blauen Partei oder wie das hieß, dieser Rohrkrepierer. Gut. Ne? Der hat halt politisch rumgekackt und zumindest später dann am Anfang gar nicht. Da hat sie immer richtig schön scharf geschossen. Auch sie in den Talkshows, ja. Ja, genau. Sie hatte ja den Laden von Bernd Lucke übernommen, der halt erst gekackt hatte. Und dann wurde sie selber irgendwie zu kacken. Und dann waren da auch die Verstrickungen mit dem, ich glaube, Matthias Patzelt hieß er, mit dem sie dann auch eine Beziehung eingegangen ist aus NRW. Und ja, das war dann zu komisch. Es ist, wie du sagst, hier bei so politischer Macht, man hat so einmal eine Chance. Das war damals hier bei den bei der Basis, hat sie das mal gesagt. Und wenn dieses Momentum dann vorbei ist, dann bist du halt raus und so ist es bei ihr. Sie ist halt in diesem Haifischbecken dieser neuen Partei, hat sie halt eine falsche Entscheidung getroffen und es hat sich nicht bezahlt gemacht. Richtig. Nur, weil er unter dem Pseudonym Landolf Ladig für ein NPD-Blatt geschrieben hat. Sehen Sie, Kurt Tucholsky hat ja auch unter Pseudonym geschrieben. Kommt auch ein bisschen darauf an, was man schreibt. Sehen Sie, Höcke hat lediglich geschrieben, Deutschland war nicht schuld am Zweiten Weltkrieg, so what? Ja. War nur so eine kleine Jugendsünde mit 38. Macht man schon mal Unsinn, wenn sie andere in dem Alter versuchen, demokratisch gewählte Parteien zu verbieten? Ich bin 44. Ich kenne jetzt den Artikel nicht. Deutschland war nicht schuld am Zweiten Weltkrieg. Also ist das jetzt eine verfassungsfeindliche Aussage? Ist das jetzt übelst schlimm? Ich meine, selbst wenn die Aussage nicht stimmt, muss man jetzt deswegen eine Partei verbieten. Das sind ja alles so kleine, winzige Indizien, die versuchen oft zu türmen, um einen Gesamtstapel zu haben, um denen irgendwas anzulasten können, der AfD. Weil die einzelnen Punkte sind Schwachsinn. Also, soweit ich weiß, ist diese Ladig-Nummer auch nie wirklich, belegt worden. Das ist immer nur so... Eben. Ja, da gibt es in unseren Augen starke Indizien und so. Okay. Mhm. So what? Ja. Ja, und das Problem ist, das wird halt hier im ZDF so vor einem Millionenpublikum rausgequarkt, dann auch noch von einer Figur, die eine Richterin darstellt. Mhm. Und so wird das in die Köpfe der Normis reingeprägt. Ja, ein wunderschönes Autoritätsargument hier. Ja. Mhm. Ich bin 44. Donnerwetter. Wissen Sie, alles vor 45 zieht mich magisch an. Alles über 45 stößt mich magisch ab. Ja, wie Sie wollen. Aber vielleicht haben Sie ja später Lust. Noch mal ein paar laue NS-Gags. Also, boah, wirklich, sowas gab es schon zu Wochenshow-Zeiten. Da war es wenigstens noch witzig, weil es halt nicht so auf dieses Politische gemünzt war. Also ich erinnere mich da halt an zum Beispiel den Hettler aus den Wichser-Filmen. Christoph Maria Herbst, der den Stromberg spielt, hatte da mal so einen Butler gespielt, der immer... Der war halt quasi Hitler. Und ja, also so die Zeit gerade in den 2000er, da gab es irgendwie ständig irgendeine scheiß Hitler-Parodie und solche Witzchen. Ich glaube, davon ist man so ein bisschen übersättigt. Ich gebe aber zu, hier muss ich so ein bisschen schmunzeln tatsächlich. Die sind so halb am Flirten und dann lässt er da diesen Satz fallen. Das war okay. Okay. Auf was verboten ist? Dafür müsst ihr erstmal einen Antrag stellen, damit ich sie überhaupt verbieten kann. Ach so, läuft das mal hin. Gut,
Dann machen wir das doch so. Dann zeige ich Ihnen mal, wie verboten die AfD inzwischen ist. Sehen Sie, unser Bild, unser Menschenbild sagt, wenn Sie nicht zur deutschen Ethnie dazugehören, dann sind Sie kein wahrer Deutscher. Das widerspricht ganz klar Artikel 1 Grundgesetz hier, was das Menschenwürde. Wenn Sie noch wollen, haben wir noch ein paar Zitate für Sie. Hier zum Beispiel Bernd Höcke sagt, wir werden leider Volksteile verlieren, die zu schwach sind, sich der Orientalisierung zu widersetzen. Jens Meyer findet die Herstellung von Mischvölkern. Oh, ich glaube, wir müssen das hier mal im Einzelnen durchgehen. Also erstmal der erste Satz. Was war das? Achso, wenn man nicht der deutschen Ethnie ist, gehört man nicht zum deutschen Volk. Nee, also das war bis vor 50, 60 Jahren war das stinknormalster Konsens. Ich glaube, bis Jahr 2000 oder so ist das doch das Abstammungsprinzip abgeschafft worden, ne? Ja, das Ius Sanguinus. Ich muss mal gucken, wie lange das galt. Also das Ius Sanguinus ist lateinisch, das steht halt für das Blutsrecht. Genau, und das hatten wir halt immer bei uns in Deutschland. Und in anderen Ländern, zum Beispiel USA, da hast du, ich glaube, Ius Territorial oder so heißt es. Da ist halt, wenn du in den USA geboren bist, bist du dort auch US-Bürger, weißt du? Und bei uns war es immer so, das gilt halt nach Abstammung. Du bist halt deutscher Bürger, wenn du deutsche Vorfahren hast. Genau, und das wurde, wie du sagst, irgendwann aufgehoben. Es wurde 2000 durch das Ius Soli, das Recht des Bodens, ergänzt. Richtig, richtig. Ergänzt, aha. Ja, also irgendwie geht wahrscheinlich beides, ich will es jetzt gar nicht so weit ausklamüsern. Auf jeden Fall, der Punkt, dass das jetzt so übelst krass gegen die deutsche Verfassung wäre, also wie gesagt, dann waren schon die Leute, die vor 80 Jahren die deutsche Verfassung geschrieben haben, dann waren die schon gegen die Verfassung, weil die werden natürlich das safe so gemeint haben. Also deutsch ist, wer deutsch ist. Und wer ist deutsch? Na, ganz logisch, wer halt diesem Ius Sanguinus entspricht, wer deutsche Vorfahren hat. Also, ne? Okay, so, jetzt kommen wir mal zu diesen einzelnen Aussagen. Sich der Orientalisierung zu widersetzen. Auch Jens Meyer findet die Herstellung... Sorry. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Also wenn wir jetzt mal diese Volksteile so nehmen als Deutsch, ne? Ja. Ja, dann kann ich mir das... dann kann ich mir das halt schon vorstellen. Also gerade Orientalisierung und Islamisierung und halt Geburtenraten schlussendlich. Genau. Ja, dann sterbt ihr halt aus da in Westdeutschland. Richtig. Und irgendwann später ja auch wie in Ostdeutschland, wenn da nicht irgendwas passiert. Und die übernehmen halt mit ihren kulturellen Eigenarten und ihrem Islamglauben. Es ist ja jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt, wie soll ich es ausdrücken, ihre Schuld, und es ist unsere Schuld, dass wir das mit uns machen lassen. Genau, ich erinnere da gerne an eine schöne Statistikquelle, schicke ich dir. Schon 2016 hat die Hälfte aller Frankfurter einen Migrationshintergrund. In Frankfurt bist du als Deutscher bereits in der Minderheit. Und das schon seit 7 Jahren. Jetzt könnte man noch so nett sein und so die besser integriert, sagen wir mal, Deutsch-Italiener oder so da rausziehen. Aber sind wir ehrlich, die Masse dieser Leute wird hier mit diesen drei Vokabeln beschrieben. Orientalisierung, Islamisierung, Afrikanisierung. Ja, okay, nächstes Zitat. Die Herstellung von Mischvölkern, die nationalen Identitäten auslöscht, unerträglich. Aha, was ist schlimm? Also, du bist jetzt zurückgesprungen. So, genau, mach hier nochmal das Meier-Ding. Ich weiß nicht, ob ich das hier so bringen kann, aber komm, ich sag's einfach. Also, ist ja, ich meine, ich habe so oft schon sowas, so einen Punkt Richtung Israel gelesen, dass irgendwelche israelischen Politiker sagen, ja, wir dürfen uns nicht so sehr vermischen, müssen Grenzen schützen und so. Da ist es voll okay, bei uns halt komischerweise nicht. Also, ist doch ganz logisch. Also, wenn dein Volk immer mehr vermischt wird, dann ist es halt nicht mehr das ursprüngliche Volk. Also, ich erinnere da übrigens an den Dalai Lama, der hatte das schon 2016 oder so gesagt. Er hat gesagt, Deutschland muss deutsch bleiben, hat der Dalai Lama gesagt. Also, der ist auch der übelst krasse Nazi, also. Aber stimmt, da können wir doch gleich mal so einen kleinen Exkurs machen nach Tibet rüber. Wie läuft denn das dort so mit der Vermischung? Oder mit der Ersetzungsmigration ist es ja sogar noch schlimmer, ne? Ja, da werden dort einfach ein paar hunderttausend Chinesen angesiedelt. Und dann haben die auf einmal dort viel Einfluss. Und die Tibeter werden zurückgedrängt, fliehen letzten Endes aus diesem Land. Oder ja, migrieren ist es ja dann eher. Oder sterben halt aus. Okay, also Ding. So Mischvölker passiert da nicht, aber ja. Schreibt, unser Volkskörper wird gewaltsam penetriert. Es handle sich um einen Genozid. Oder ich zitiere... Oh, warte.
Ich wollte es nochmal durchlesen. Moment, dann lass es einfach nochmal laufen. Hier. So. Hier. Dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Es handelt sich um einen Genozid. Naja, ich meine, Genozid ist die Auslöschung eines Volkes. Und wenn wir uns nun mal, so wie wir es gerade besprochen, einig sind, dass das deutsche Volk wegkommt, wenn es so vermischt wird, also. Ja, ich glaube, da würde man uns jetzt entgegenhalten. Ja, ihr seid ja auch nicht mehr das deutsche Volk von vor 500 Jahren oder so. Ja, lieber Strohmann, ein bisschen Vermischung hat es immer gegeben, aber wir reden jetzt von Millionen, 5 Millionen in ganz kurzer Zeit. Das sind nicht irgendwie 30.000 Hugenotten. Nicht in diesem Maße, ja. Also Deutschland und Migration sind da kommen. Wenn ich das hier einfach mal google, ganz schnell. Ich glaube, jeder Dritte oder so hat schon. Wie viel Prozent der Deutschen? 28,7% im Jahr 2022, 23,8 Millionen Menschen. Also das war nicht so im Mittelalter, dass da mal eben lässig über ein Viertel der Bevölkerung Migrationshintergrund hatte. Also, ja. Das gab's nicht schon immer. Okay, nächstes Ding. Oder ich zitiere Dr. Maximilian Krah. Oh, das bin ich. Der hat in Freital so wunderschön gesagt, wenn ich hier in den Raum blicke, das ist nicht bunt und vielfältig und das ist das Schöne. Sie sind alle deutsch, sächsisch, weiß. Was? Was ist an dieser Aussage verwerflich? Ich stehe 1000% in dieser Aussage. Weil das ist auch mein eigenes Empfinden, muss ich ehrlich sagen. Gerade durch meine Besuche in Westdeutschland oder in Frankreich oder Belgien. Auch Belgien war auch ganz schön. Also deswegen gefällt es mir hier in Sachsen auch noch so gut. Also ich finde das wirklich gut. Es ist einfach ein ganz anderes, wie soll ich sagen, ein anderes Identitätsgefühl, wenn du hier unterwegs bist und die Leute sehen mehrheitlich so aus wie du und reden wie du. Du fühlst dich halt nicht fremd. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist schön. Ja, es ist auch so ein fürs Lebensgefühl. Also in Paris habe ich sehr oft die Leute mir ganz genau angeschaut. Mhm. Ja? Und halt auch wirklich so hinter meinen Rücken nochmal geschaut. Gehen die jetzt wirklich weiter oder drehen die gerade rum? Ja? Das habe ich hier nicht, das Problem. Ich sehe die Leute da, ich sehe auch irgendwie, ich sag mal, so Grüppchen von so jungen Leuten. Und gut, manchmal sehen die so aus, als gäbe es Stress, weil es sind halt junge Leute, ne? Das ist normal. Aber du kannst halt wirklich schon einschätzen, könnte das stressig werden oder nicht. Und ich sag dir hier, 99% passiert da nie was. Und dort, ja. Oder ein anderes Beispiel, was mir einfällt, das sind einfach so die kleinen alltäglichen Dinge des Alltags, die kleinen Erlebnisse. Also zum Beispiel denke ich da an so eine Situation, da war irgendwie eine ältere Dame oder ein älteres Pärchen in der Straßenbahn und haben so mega lang den Plan studiert, wo sie hin müssen und so, und haben aber auch niemanden gefragt. Und dann kommt halt einer vorbei, ein anderes Pärchen, was auch nur 10 Jahre jünger war oder so, ja, Mai, was wollen sie denn und so, können wir ihnen helfen? Und dann kam man halt so ins Gespräch, hat sich gegenseitig geholfen, keine Ahnung. Und wenn du so vermischt bist, dann ist einfach, ja, wie du sagst, das Misstrauen höher und dann entfallen halt auch solche kleinen schon Solidaritätsbeziehungen, dass man sich halt gegenseitig hilft, dass man sich verbunden ist. Also im die Schranke im Alltag, ja. Ja, ja. Aber er hat übrigens recht, also gerade hier bei dem Bild, das ist alles sehr weiß. Im Publikum gerade. Das Bild jetzt, das Publikum, ja. Wir wollen ein ethnisch homogenes Volk. Was soll das heißen, ethnisch? Ja, wollen wir. Ja, so nennen die doch im völkischen Feuilleton Rassismus. Ach, du liest nur die Landlos. Also, die wollen ein Volk wie Haarmilch. Länger haltbar. Ja, länger haltbar, schlussendlich, ja. Ja. Sie wollen ein weißes Volk. Was ist daran schlimm? Also. Wartet, das kommt jetzt. Ich habe zu früh pausiert. Und homogenisiert. Ja, das ist jetzt schon rassistisch und grundgesetzwidrig. Naja. Naja, jetzt auch nicht rassistischer als die Einbürgerung in Deutschland bis in die 90er Jahre. Die offiziellen Richtlinien verlangten damals ein Bekenntnis zum deutschen Volk. Die zuständigen Beamten sollten die Substanz des deutschen Volkskörpers schützen und prüfen, ob sich eine fremdstämmige Minderheit dem deutschen Volkstum zuordnet. Gastarbeiter oder Männer aus Entwicklungsländern galten als unerwünschter Zuwachs und konnten praktisch keine Deutsche werden. Das heißt, es ist heute nicht so schlimm, rassistisch zu sein, weil wir es ja damals auch schon waren. So. Ja, also was ist an der AfD rechtsradikal, wenn es in den 90er Jahren noch Usus war? Das kann mir doch keiner erklären.
Also wirklich 90er Jahre. Also überlegt euch das mal, Leute. Das war vor. Nicht 1890. Ja. Nicht 1890. Es war nicht vor 130 Jahren. Es war nicht vor 230 Jahren. Es war vor 30 Jahren. Das ist nicht mal eine Generation. Also, naja, so 30 Jahre, sagt man, ist eine Generation. Vielleicht, ja, gerade so eine. Aber, oh, also, das könnt ihr doch nicht bringen, dass ihr der AfD hier einen Strick draus dreht. Also, es regt mich auf. Du kannst ja sagen, ich mag diesen Winkel hier nicht. Ich will den Mischmasch haben. Gut, okay, kannst du sagen, aber dann sage ich halt auch, du bist auf lange Sicht gesehen irgendwie ein Depp. Denn ja, willkommen in den heutigen Zuständen. Ja, genau. So verlierst du halt dein Staatsvolk, wie wir es vorhin schon umrissen haben. Okay, weiter. Wir müssen ja wirklich durch. Ich hasse es. Aus Entwicklungsländern wünschter Zuwachs und konnten praktisch keine Deutsche werden. Das heißt, es ist heute nicht so schlimm, rassistisch zu sein, weil wir es ja damals auch schon waren. Nein, es heißt, wir können die AfD nur erfolgreich bekämpfen, wenn wir uns auch dem Rassismus der Demokraten stellen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, der Rassismus der Demokraten ist wunderschön. Der Rassismus der Demokraten? Das war kein Rassismus, was wir da gerade gelesen haben. Okay, weiter. Demokraten ist wunderschön, da kann man wunderbar drauf aufbauen. Jetzt hören Sie mal zu, wir sind doch längst viel weiter. Wir von der AfD, wir fordern Remigration. Hört uns keiner zu, das ist ein Codewort. Ja, für die millionenfache Vertreibung und Deportation von gesamten Bevölkerungsgruppen. Nee, nicht Vertreibung. Na gut, Deportation könnte man es im bösen Wort, aber es heißt einfach nur, hier, wir setzen dich in den Flieger und tschüss in die Heimat. Ja. Wir brauchen dich hier nicht. Vor allem ohne rechtsstaatliche Verfahren, was er jetzt meint, das sind ja nur Strohmänner. Mhm. Also das ist Strohmann-Argument die Show. Also, boah. Mal gucken, ob er noch sagt, wir machen bis dahin die Lager wieder auf oder so. Ja, ich mache nur ganz kurz zurück, dass wir nochmal den ganzen Satz kriegen. So, das ist ein Codewort. Ja, für die millionenfache Vertreibung und Deportation von gesamten Bevölkerungsgruppen. Ohne rechtsstaatliche Kontrolle, verstehen Sie? Wir wollen, dass die Startbahnen glühen, dass die Leute außer Landes, verstehen Sie nicht? Verbieten Sie uns endlich. Ich möchte sie ja verbieten. Ja, da werde ich nämlich noch attraktiver. Ich will auch, dass die Startbahnen glühen. Go! Düsi, los! Düsi! Vor allen Dingen, wie auch alles hier wieder umgekehrt wird, ist echt absurd. Ohne Rechtsstaatlichkeit die Leute rausziehen, aber der Rechtsstaat ist de facto abgeschafft worden, wenn man so möchte, durch, hey, wir haben sie alle reingelassen und es hat uns nicht interessiert, was mit dem Rechtsstaat ist. Eben, also das war ja schon Bruch des Rechts, wie viele sagen. Also, ich meine, wir haben ja nun mal das Dublin-Verfahren, wir haben auch das Grundgesetz, Artikel 16a Absatz 2, wo drin halt steht, auf Absatz 1, also dass du hier Asyl beantragen darfst, darf sich nur beziehen, wer nicht durch einen sicheren Drittstaat reist. Und wenn du halt durch Polen reist, das ist ein sicherer Drittstaat, oder durch Mazedonien, durch Griechenland, durch sonst was, dann hast du hier eigentlich kein Asyl zu bekommen. Und ja, dann war das halt ein Rechtsbruch und dementsprechend muss man diesen Rechtsbruch auch irgendwie rückgängig machen. Als guter Demokrat möchte man das ja eigentlich, ne? Und deswegen, also gut, was er hier sagt, dass das ohne Rechts ist, das ist halt auch wieder so, ja, Formular A38. Ne? Ich kann mir das, irgend so ein scheiß Abschiebeformular aus dem Arsch ziehen, dann segnet das der Bundestag und Bundesrat ab und dann ist alles wieder gut. Also, lächerlich. Das ist auf keinen Fall. Entschuldigung. Das ist meins. Ich habe noch eine Schalt. Herr Kra, hier ist der PR-Berater. Können Sie mich schon hören? Läuft. Top. Dann schalte ich auch mal Alice Weidel dazu. Sauber. Frau Weidel? Alles für Deutschland. Na, das fängt ja super an. Das war doch der Wahlspruch der SA im Dritten Reich. Wenn das Ihr Gedankengut ist, dann können Sie das klar artikulieren. Muss man sich jetzt neuerdings entschuldigen? Also grundsätzlich gilt die Meinungsfreiheit. Ja, nur die endet eben bei Nazi-Parolen. Und da gibt es auch nur eine Handvoll, die verboten sind. Kann man sich eigentlich leicht merken. Sind wir jetzt wirklich auf dem Level angekommen, dass wir hier irgendwelche... Dass wir irgendwelche abgefahrensten Zusammenschnitte machen und dagegen dann argumentieren? Ist das Niveau, was ihr bringen wollt? Alter, schwach. Und ich würde auch gerne mal diese Verbotsliste endlich mal haben wollen. Jetzt kommt immer erst hinterher. Oh, du hast was Verbotenes gesagt. Ja, cool. Also das, was hier dem Höcke war es ja, glaube ich, vorgeworfen wurde, ne? Dieses alles für Deutschland. Ich hätte es nicht gewusst, dass das verboten ist. Es ist doch ohne verboten, oder? Das war irgend so eine Losung, die auf so einem SA-Deutsch steht oder sowas. Und deswegen ist die verboten. Und er als Geschichtslehrer hätte das ja unbedingt wissen müssen, was auf so einem scheiß SA-Deutsch steht. Na klar. Warte mal, ist das jetzt strafbar oder was? Strafbar ist das Verwenden der Assistenz, alles für Deutschland. Du hast recht. Im Rahmen einer Rede auf einer Versammlung. Das ist richtig Clownwelt.
Aha. Alter, ist ja wild. Okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wild. Okay, dann sage ich ab jetzt nicht mehr alles für Deutschland. Da ist deine Morgenroutine jetzt ganz anders. Musst du aufpassen. Ja. Eine Handvoll, die verboten sind. Kann man sich eigentlich leicht merken. Ein paar Symbole gehören auch dazu. Diese Regenbogenfahnen. Nee, die stehen ja fürs genaue Gegenteil. Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Da geht es einfach um ein Verbot des Nationalsozialismus. Das sehe ich sehr kritisch. Er ist ja auch nicht nur schlecht. Doch. Und wo wir gerade beim Nationalsozialismus sind, ich würde Herrn Höcke auch kurz mit dazu schalten, ja? Selbstverständlich. Boah, also ich kann es jetzt gar nicht groß kommentieren eigentlich, aber das ist jetzt hier so schwach. Also du sagst halt, ja, NS, bla bla, und dann, oh, das sehe ich nicht so. Also von wegen NS finde ich gut. Also legst du denn hier wirklich Wörter in den Mund? Was, ja, es ist wirklich ein richtiger... Und das ist das Niveau. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, verdammt. Was ich mich gerade so frage im Hinterkopf, wenn jetzt ein Normie das sieht, ist der, also fällt ihm das nicht auf, dass das hier schon sehr krass ist? Frage ich mich. Oder ist der, das Problem ist, der ist wahrscheinlich durch die ganze Wiederholung das so konditioniert, dass es sagt, naja, klar ist es hier ein Zusammenschnitt, aber irgendwo wird es schon stimmen, was die hier zusammenschneiden. Und am Ende ist es ja Satire, Humor darf alles. Ja, Humor darf vielleicht alles, aber ich glaube, also das ist ja so aus dem Kontext hier gerissen. Und dadurch, dass es sich so oft wiederholt, merkst du es dann auch spätestens als Normie, dass das ja alles nichts Ganzes ist. Mhm. Gut, jetzt kommt der Höcke hier, interessant. Nationalsozialismus sind, ich würde Herrn Höcke auch kurz mit dazu schalten, ja? Selbstverständlich. Herr Höcke, ich spreche gerade mit Herrn Krah und Frau Weidel. Herr Höcke? Sind Sie einfach nur ein bisschen übermüdet oder haben Sie irgendwelche Medikamente genommen? Stoff. Stoff, ehrlich? Das ist bekannt. Ach ja? Ihnen auch, Frau Weidel? Egal, ich wollte eigentlich über was ganz anderes mit Ihnen reden. Es ist auch nicht meine Aufgabe, alles zu verteidigen aus meiner Partei. Nee, klar. Und bestimmt hat der Höcke auch nur ganz wenig genommen. Das ist nicht wenig, sondern das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Ja, ist ja Ihre Verantwortung. Voll. Okay, können wir denn jetzt mal über das AfD-Verbot sprechen? Dazu besteht kein Anlass. Wieso nicht? Weil es die Menschen überhaupt nicht interessiert. Dieser Prozess hat noch nicht begonnen und ich möchte mich auch noch nicht über ungelegte Eier hier äußern. Naja, kennen Sie die Anstalt? Diese Sendung im ZDF? Was den Leuten auch extrem auf den Wecker geht. Sind keine guten, sind böse Menschen. Genauso wie ich. Na, nicht ganz wie Sie, Herr Höcke. Die Leute in der Anstalt machen nur Satire. Der tut ja das Gegenteil. Ja, aber Sie alle, ne? Also der gesamte AfD geht es ja nicht um Satire, sondern darum zu spalten. Sich zu beschweren. Dominieren. Und das, was schon erreicht ist, zu zerstören. Aktiv. Genau. Und deshalb spielt die Anstalt gerade durch, ob und wie ein AfD-Verbot machbar ist. Das machen wir nicht mit. Oh, doch. Herr Krah spielt sogar selbst mit in der Sendung. Hochprofitabel. Ja? Was verdienen Sie denn da, wenn ich fragen darf? 25% vom Gesamtbudget. Das ist krass. Alle anderen kriegen viel weniger. Das ist tatsächlich Betrug. Arbeiten lohnt sich nicht. Ja, ich finde es auch ein bisschen unfair. Was haben Sie? Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Gut, also die Höcke-Antworten fand ich tatsächlich irgendwie lustig. Ja. Aber was er halt seiert, ist halt schon wieder so dieses, diese Erziehungsschellen, wie ich es letztes Mal genannt habe, bei Clashing Differences. Das ist einfach nur die Erziehung. Also das muss eben doch diktatorisch vorkommen. Das ist totalitär. Also wenn so in deine Meinung hier eingegriffen wird vom vermeintlich neutralen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Leute. Die wichtigere Frage, kannst du mir bitte gerade sagen, wo ist sein Hals zu Ende und wo fängt das Kinn an? Ja, der hat so ein übelstes Das ist die ganze Gesicht. Zeit schon wieder. Ja. Übelster Zoll. Ja. Was haben Sie denn da ausgehandelt, Herr Krah? Eine Schutzgeldzahlung. Schutzgeld? Für einen Beitrag über die AfD? Den es gar nicht hätte geben müssen. Indem Sie aber selbst mitspielen. Was uns ja selbst bereichert. Na, also, dass das antidemokratisch ist, das sehen Sie ja wohl alle ein, oder? Nein. Sie, Frau Weidel? Nein, das würde ich nicht sagen. Was verstehen Sie denn unter Demokratie? Es ist ein Konstrukt, was völlig aus der Zeit gefallen ist. Ein Irrtum, da müssen wir raus. Und was wollen Sie stattdessen? Weltherrschaft. Boah, wie finster das ist. Ja, wir lassen es mal unkommentiert. Er ist der Gute, ja, ja. Ja, also wie finster, was man denen hier in den Mund legt. Ah, ich habe meinen Punkt wieder. Ja, oh, Entschuldigung, ja. Okay, das heißt ja, dass hier sein Stab und er diese Stunden und Stunden von Reden sich angehört haben müssen. Um diese Schnipsel rauszuschneiden. Nicht mal, nicht mal. Die haben hier 3 Interviews genommen. Ich meine, das sind noch nur 3 verschiedene Interviews. Das ist irgendein Sommerinterview mittlerweile oder so. Das bei Höcke auch, ja. Und Krah-Clip und bei Höcke war es irgendein Auftritt im Morgenmagazin. Also da ist nicht mal, finde ich, viel Aufwand da betrieben worden. Also wenn du jetzt mit KI irgendwas machen würdest, das wäre mehr Aufwand, finde ich. Aber wir kennen doch diese VS-Leute, die dann regelmäßig zur Therapie müssen. Nachdem sie solchen Inhalt konsumiert haben. Ja, deswegen reichen 3 Clips. Ja. Nicht, dass die noch umgedreht werden, ne? Von Argumenten.
gesucht, was völlig aus der Zeit gefallen ist. Ein Irrtum. Da müssen wir raus. Und was wollen Sie stattdessen? Weltherrschaft. Ja, aber dagegen müssen doch eigentlich alle anderen Parteien gemeinsam was unternehmen. Da wird sich vor allen Dingen die CDU fragen müssen, wie nachhaltig ihre Brandmauer ist, nicht wahr? Ah ja, die CDU. Die uns unsere Identität klaut. Gut, langsam verstehe ich, warum Sie so sicher sind, dass das Verbot überhaupt keine Chance hat. Trotzdem viel Glück und Erfolg dabei. Danke. Und die Klatschaffen klatschen. Die weißen Klatschaffen. Ich sehe keinen. Warte mal, lass mal kurz bitte das Bild. Ich finde es so interessant, ein bisschen wie die gucken. Also ich sehe tatsächlich viele lächelnde Gesichter. Was ich hier ein bisschen interessant finde, die vierte Person von links, die Frau da mit den etwas kürzeren blonden Haaren. Ach, die hier ganz in der Mitte sitzt, ja. Ja, sieht die, weiß nicht, findet die das gerade lustig? Ja, wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch, es ist zu dunkel. Aber die sieht für mich nur am ehesten angepisst aus, aber alle anderen lächeln. Aber es ist traurig. Es ist traurig. Ja, aber es sind nicht die Standing Ovations, weißt du? Es ist nicht dieses Bravo, Bravo. Und man muss dazu sagen, wer halt zu sowas geht, heutzutage noch, zu die Anstalt, der ist halt schon links. Also, der hat halt Karten gewonnen, ne? Ja, das sind schon für mich Linke. Also das sind ja keine normalen Leute, die da sitzen. Du sag mal, eine Reihe weiter oben, der Opa links da, der zweite von links. Ja. Ist das der nicht der vom Scheibenbücher? Kenne ich nicht. Das ist das Vorgängerding von der Anstalt. Ach, gar keine Ahnung. Ja. Naja gut, egal. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Ach so, gut, jetzt gibt's hier noch irgendwie Späßchen. Für YouTube abonnieren. Die Glocke läuten, ja. Ah, nein, machen wir nicht, weil ihr scheiße seid. Läutet lieber bei uns die Glocke. Finster. Genau. Läutet bei uns die Glocke. Liken, teilen, kommentieren. Aber sagt uns mal, ob ihr noch lebt. Also ich habe, wie gesagt, meine Seele hat meinen Körper verlassen. Ich musste mich jetzt erstmal wirklich wieder zusammensetzen, weil das war somit das Schlechteste, was ich hier in dem Kanal je gesehen habe. Bis Scheiße. Jetzt. Ich habe da noch einen Ass vorbereitet. Nee. Wir haben heute schon Wisch gesehen, das war schon schlimm. Aber ihr könnt ja auch mal selber sagen, liebe Leute, wie ihr die Anstalt so einschätzt. Vielleicht habt ihr ja auch früher verfolgt oder auch länger verfolgt jetzt über die Jahre. Ob wir das so uns früher ja schön geredet haben und die waren schon immer so am Ende. Das kann ja auch sein. Wir haben ja uns alle ein bisschen verändert in den letzten 10 Jahren. Also gebt uns mal eure Rückmeldung. Und ja, jetzt erlöse ich dich, Tom. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.